So, jetzt nochmal mit eingeschaltetem Mikrofon. Erstmal vielen Dank, Peter, für die ersten einleitenden Worte. Von mir auch ein herzliches Willkommen an alle. Wir freuen uns sehr, dass so viele Interessierte heute mit dabei sind. Ich will meine Einleitung versuchen, sehr kurz zu fassen, damit wir ausreichend Zeit für den Vortrag haben und vor allen Dingen dann auch für die anschließende Diskussion. Ich werde aber trotzdem zwei, drei Dinge sagen, die mir am Herzen liegen. Wir leben schon in einer sehr verrückten Zeit. Wir leben in einer Zeit, die auch dominiert wird durch Fake News. Sie sind ja mittlerweile ein echtes Problem. Und was früher sozusagen in einigen Filterblasen vorhanden war, wird in der Zeit des Corona-Lockdowns eher noch beschleunigt. Zum einen sind Menschen in der Isolation und verlieren dadurch auch soziale Bindungen und suchen vielleicht auch im Internet Wahrheiten. Die Komplexität der Pandemie ist dramatisch. Sie ist auf virologischer Ebene hoch, die Komplexität ist in wirtschaftlicher, in gesellschaftlicher Weise hoch und sie hat ja auch eine internationale politische Dimension. Und all das ist schwer zu durchschauen und deswegen freue ich mich, dass wir heute jemanden gewinnen konnten mit Eckhard von Hirschhausen, der tatsächlich diese Pandemie, wie ich finde, sehr aufgeklärt begleitet, auch mit dem Aufruf Maske auf. Also dafür vielen Dank. Aber ich möchte jetzt noch mal zu einem Thema überleiten, das mir persönlich sehr wichtig ist. Wir stehen vor einem riesigen Problem, nämlich der Erdüberhitzung. Und eine Berechnung von Forscherinnen und Forschern der Washington State University hat ergeben, dass 2070 bis zu 3,5 Milliarden Menschen, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, 3,5 Milliarden Menschen in Gebieten wohnen könnten, die heißer sind als die eigentlich von Menschen tolerierten Temperaturen. Im Moment sind es 25 Millionen. Und 3,5 Milliarden ist dann eine ganz andere Dimension. Und was mir dabei zu kurz kommt in der Debatte, ist, dass es ja auch eine fundamental ungerechte Situation ist. Denn arme Menschen können sich eben keine Klimaanlage leisten oder können nicht in kühlere Gebiete umziehen. Und deswegen ist die Klimakrise eine Gefahr für viele Menschen und sie ist auch sehr ungerecht. Und jetzt ist die Zeit schon sehr fortgeschritten, aber ich möchte trotzdem auch noch mal eben auf die Vorstellung des Recovery Plans eingehen, die wir gerade im Plenum gesehen haben. Wir werden sehen, was davon überbleibt. Der Vorschlag ist erstmal ambitioniert, das muss man deutlich sagen, aber der Vorschlag findet halt eben keine Mehrheit ohne die Mitgliedstaaten. Und es gibt einige Mitgliedstaaten, die nicht wollen, dass die Europäische Union finanzkräftiger aufgestellt wird, um gemeinsam aus der Klimakrise, aus der Wirtschaftskrise rauszukommen. Ein wichtiges Instrument, was heute auch schon angesprochen wurde, ist der Green Deal, das europäische Klimagesetz. Es wird der wegweisende gesetzliche Rahmen sein hin zu einer treibhausgasneutralen oder sogar treibhausgaspositiven Europäischen Union. Und wir diskutieren im Moment vor allem das Ziel für 2030 sehr, sehr heiß. Meine Fraktion wird für ein deutlich höheres Ziel kämpfen als die derzeit vorgesehenen 40% Treibhausgaseinsparung. Und auch Frau von der Leyen hat ja schon vorgeschlagen von, Zitat, 50, eventuell bis 55% reduzieren zu wollen. Und ohne dass ich jetzt den Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung zitiere, wir müssen uns tatsächlich bewegen. Wie schnell und wie doll wir uns bewegen müssen, wird uns unser Referent jetzt hoffentlich nochmal deutlich sagen. Und damit würde ich das Wort an dich, Eckert, übergeben, damit du mit deinem Input beginnen kannst. Und werde dich sofort zum Moderator dieser Veranstaltung machen. Danke, Timo, danke, Peter. Ja, für mich ist es sehr ungewohnt, in einer Kamera zu sprechen und mein Publikum gar nicht zu sehen, weil auch wenn Sie mich vielleicht aus dem Fernsehen kennen, ich bin im Herzen Bühnenkünstler und habe mich, nachdem ich Medizin studiert habe, eben auch mit Wissenschaftsjournalismus Aufbaustudium beschäftigt, damit, wie bringt man komplexe Themen so rüber, dass die Menschen verstehen, dass etwas mit ihnen zu tun hat. Und das wird auch jetzt mein Impuls sein, den ich gebe, nicht als irgendwie einer Partei zugehöriger. Das war mir auch ein Anliegen zu sagen, hier sind verschiedene Parteien, die eingeladen haben und ganz viele verschiedene Leute sollen zuhören und sollen was davon haben.
Wenn jeder von Ihnen einen guten Gedanken aus meinem Impuls mitnimmt, dann bin ich schon sehr, sehr happy, denn ich weiß, dass Europa eigentlich der Ort ist, wo die Zukunft auch mitentschieden werden muss. Weil, das ist auch mein Learning aus den letzten 2 Jahren, ganz viel von der Umweltdiskussion insofern ein bisschen fruchtlos blieb, weil ganz viele Dinge immer aufs Individuum geschoben wurden. Ja, bevor du nicht irgendwie ganz, ganz sauber lebst, darfst du gar nicht deinen Mund aufmachen. Und das ist Quatsch. Die großen Hebel liegen in der Politik und eben nicht nur in der nationalen, sondern eben in der europäischen. Und deswegen bin ich die letzten Jahre politischer geworden und deswegen werde ich jetzt auch einige enttäuschen, dass es vielleicht gar nicht so lustig wird mit dem Hirschhausen, wie man sich das gewünscht hat. Aber ich mache mir auch tatsächlich ernsthaft Sorgen und sehr ähnlich wie meine beiden Gastgeber. Ich mache mir Sorgen A, um den Zusammenhalt als Demokraten in Europa, weil das sehr, sehr stark durch die Verunsicherung gerade auch einen Rechtsruck gibt in populistischer Art, nicht nur in Amerika und in Brasilien, sondern auch in Europa, der gefährlich ist, weil er sich eben, wie wir auch gerade die letzten Tage erlebt haben, eine komische Melange von ehemaligen Impfgegnern und Klimaleugnern und Radikalinskis auf der Straße zunutze macht. Und einerseits darf man denen auch nicht zu viel Raum und Aufmerksamkeit geben, weil es nur ein paar Prozente sind, die allermeisten immer noch ziemlich vernünftig sind in Deutschland. Auf der anderen Seite muss dieses Thema raus, also das Thema Klimakrise und Gesundheitsgefahren raus aus einer Parteienecke hin in die Mitte der Gesellschaft. Und deswegen hoffe ich auch, ein paar Querverbindungen zu zeigen, auf die ich selber gestoßen bin. Ich habe eine Stiftung gegründet, die heißt Gesunde Erde, gesunde Menschen. Es gibt in den letzten Jahren international den Begriff von Planetary Health, also der planetaren Gesundheit, das klingt auf Deutsch ein bisschen doof, und der Begriff von One Health. Und One Health ist insofern ein revolutionär wichtiges Konzept, weil wir bei Corona gesehen haben, dass die menschliche Gesundheit ganz eng zusammenhängt mit der Gesundheit der Ökosysteme, insbesondere jetzt bei den Viren, bei den Zoonosen, die von Tierreich auf den Menschen übertragen werden, hängt es von gesunden Tieren ab. Wenn wir Tiere krank machen, ihnen keinen Lebensraum lassen und sie dann noch handeln und durch die Wildtiermärkte auch noch jede Form von Viren durch die Gegend schleppen, dann werden solche Ausbrüche immer häufiger. Und das war der Grund bei SARS, das war der Grund bei HIV und auch jetzt bei SARS-CoV-2, sprich Corona oder die Erkrankung dann Covid-19 genannt. Und deswegen als Arzt sollte man immer sich bemühen, an die Ursachen der Dinge zu kehren. Und deswegen ist dieser Gedanke, der meine Ausbildung noch sehr geprägt hat, dass Gesundheit etwas sehr Individuelles ist, zwischen Arzt und Patient sozusagen hergestellt wird, der ist aus dem letzten Jahrhundert. Und das neue Denken ist eben zu verstehen, dass wir nicht die Krone der Schöpfung sind, sondern wir sind Teil dieser Schöpfung. Wir haben keine Umwelt, sondern wir haben eine Mitwelt. Und wenn es der Umwelt schlecht geht, dann leiden die Menschen automatisch mit. Und deswegen habe ich meinen Horizont sozusagen versucht, ein bisschen in diese planetare Richtung zu erweitern. Und ich hoffe, ich nehme Sie mit auf diese Entdeckungsreise. Viele Dinge, die sich auf europäischer Ebene tun, haben schon das im Ansatz auch verstanden und versuchen das auch umzusetzen, aber wie eben auch die heutige Rede zeigt, das ist zwar schön in einer Rede, aber es ist noch längst nicht in der Praxis und wir haben gerade in Deutschland vielleicht die Chance, unsere Emissionsziele zu erreichen, nur weil wir eben diesen wirtschaftlichen Lockdown hatten. Ansonsten steigen weltweit immer noch die Zahlen für die Emissionen und das ist wirklich eine lebensbedrohliche Situation. Und wenn man sich auch das Gutachten anguckt von den Sachverständigen, wir haben nur noch wenige Jahre Zeit, überhaupt Treibhausgase in die Atmosphäre zu bringen, dann kippt das ganze System. Und das geht bei uns Menschen nicht so richtig in unseren persönlichen Verstand rein, weil wir so ein bisschen kindlich naiv denken, ja, es läuft nicht so richtig, aber wenn es richtig schlimm kommt, dann können wir noch was tun, können wir eben nicht. Und das haben wir bei Covid ja auch gelernt, there's no glory in prevention. Es gibt keinen Applaus für die Prävention. Aber der Hauptunterschied zwischen Covid-19 und der Klimakrise, es gibt keine Impfung gegen hohe Temperaturen. Gegen Viren können wir hoffentlich irgendwann wirksame Impfungen entwickeln. Gegen Hitze sind wir Menschen wehrlos. Der zweite Unterschied, es gibt auch keine Herdenimmunität. Das heißt,
der Gedanke, wir werden uns adaptieren an eine überhitzte Welt, ist auch falsch. Und deswegen ist diese Zahl, die Timo genannt hat, wirklich wichtig, dass Milliarden Menschen werden heimatlos werden, wenn wir diese Bewegung der Temperaturanstiege nicht gestoppt kriegen. Und das wird für alle Demokratien eine Belastungsprobe werden, die wir uns alle nicht ausmalen wollen. Und der dritte Punkt ist, es ist immer noch verhinderbar, dass es so kommt. Und deswegen brauchen wir eine Idee, wie hier von der Farm-to-Fork-Strategie auch mit der symbolischen Waage dargestellt, dass wir das, was wir der Erde nehmen, mit dem, was die Erde braucht, um weiter im Kreislauf zu sein, auch miteinander in Verbindung bringen. Wer neugierig ist, ich kann diese Folien und die Studien, die ich zitiere, auch gerne zur Verfügung stellen und in den Verteiler geben. Die Wissenschaftler sind sich einig, dass die Klimakrise, das Artensterben und eben auch andere globale Krisen viel, viel enger miteinander zusammengedacht sind, als die im Moment sozusagen in den Silos auch der Zuständigkeit von Behörden, von Ministerien sind. Denn wir haben eine historische Situation. Einerseits geht es den Menschen auf der Erde so gut wie noch nie. Wir haben weniger Armut, wir haben weniger, wir haben längere Lebenserwartungen, wir haben mehr Menschen geimpft, wir haben mehr Bildung in viele, viele Regionen gebracht. Aber wir sind die letzte Generation, die den Klimawandel überhaupt noch aufhalten kann. Und das ist wirklich ein historischer Moment, der in der Größe, wie wir uns auch vor der nächsten Generation verantworten müssen, vielen auch nicht in der Dringlichkeit bewusst ist. Also ich wünsche uns allen, dass wenn wir mal von den Kindern und Enkeln gefragt werden, was habt ihr 2020 getan? Ihr habt alles wissen können, ihr hattet alle technischen Möglichkeiten, auch was zu ändern. Ihr hattet sogar ziemlich viel Geld zur Verfügung. Was war euch wichtiger? Und ein Zitat von Hermann Scheer, der die erneuerbaren Energien sehr nach vorne gebracht hat, er sagte, nicht 100% erneuerbare Energien in Europa hinzubekommen, ist eine Beleidigung der Intelligenz unserer Ingenieure. Es ist technisch möglich und als Arzt sage ich auch, es ist gesundheitlich dringend erforderlich. Warum? Weil Luftverschmutzung, die aus fossilen Energieträgern stammt, aus Benzin, aus Diesel, aus Öl und aus Gas, die macht krank. Um Ihnen eine Idee von der Größenordnung zu geben, sterben ungefähr 7 Millionen Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung weltweit. Und deswegen liegt dieser Gesundheitsrisikofaktor noch vor dem Rauchen. Also große Themen, nur einmal kurz in die Runde geworfen. Deswegen ist es gut, darüber zu reden, wie ehrgeizig müssen diese Ziele sein. Und es ist auch wichtig zu erklären, das ist der rechte Teil dieses Bildes, dass wir im Moment die Ziele maßgeblich grandios verfehlen. Dass auch wenn wir alle gesagt haben, Paris, ja, tolle Sache, unterschreiben wir, jeder denkt, ach, sollen die anderen mal anfangen. Und wir haben als Europäer auch eine historische Verantwortung. Natürlich wird im Moment in absoluten Zahlen in China mehr Treibhausgas produziert als bei uns. Aber pro Kopf sind die Chinesen sauberer als wir Europäer, als wir Deutschen. Und zum Zweiten, historisch ist von dem ganzen Dreck, der da oben ist, eine ganze Menge von uns. Also wir können uns nicht aus dieser Verantwortung stehlen, aber die Chance, die wir als Europäer hätten, in meinen Augen ist, Leadership ist technologischer Antreiber, ist Pionierarbeit und dann kann man diese Ideen gerne auch woanders nachbauen. Gestern gab es einen historischen Anlass, nämlich zum ersten Mal in der Geschichte haben sich weltweit Gesundheitsberufe solidarisch erklärt. Es sind 40 Millionen, die den Health Recovery Letter unterschrieben haben. Wer steckt dahinter? Der Weltärztebund, die Pflegekräfte der Welt und die deutschen Organisationen, zum Beispiel wie die Internisten, die Gesellschaft für Allgemeinmedizin, der Marburger Bund und, und. Schauen Sie auf die Seite Healthy Recovery, die Medien haben das auch aufgenommen, WHO ist dabei und der Grundgedanke heißt, wenn wir jetzt Milliarden investieren für den Recovery, wie auch Ursula von der Leyen heute gesagt hat, dann bitte doch im Sinne von dem, was wirklich diese Welt gesünder macht. Ein Zurück zu dem, wie es vorher war, ist Quatsch. Es ist gefährlich, weil wir vorher ja schon auf einem sehr, sehr ungesunden Weg waren. Wir haben diese kurze Atempause erzwungen bekommen durch Corona. Und was könnten wir daraus lernen? Gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Dieser Brief von den 40 Millionen Gesundheitsberuflern geht an die Staatsoberhäupter der G20. Und da haben viele unterschrieben, unter anderem eben auch meine Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Meine Rolle in der Öffentlichkeit versuche ich auszufüllen als sozusagen bekannter Arzt, aber auch als Vermittler zwischen den Welten. Viele Politiker sind unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit schon
auf dieses Thema wirklich gestoßen. Und zum Beispiel Gerd Müller, der Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, der Entwicklungsminister, hat dieses Thema Ende des Wildtierhandels voll auf dem Schirm. Und deswegen habe ich ihn da gerne unterstützt. Ich hatte einen kleinen Kindheitstraum erfüllt, nämlich mit dem Zirkusdirektor einmal im Berliner Zoo in meiner Heimatstadt ins Giraffengelände zu dürfen. Und mehr dazu dann auch auf meinen sozialen Kanälen. Wen ich zum Beispiel auch wirklich verehre, ist der Herr Töpfer. Der inzwischen auch 80 Jahre alt ist. Ich habe die Rede halten dürfen bei der Verleihung des Staatspreises. Es gibt über alle Parteien hinweg Menschen, die sozusagen dieses Aha-Erlebnis schon hatten. Und auch aus konservativen Gesinnungen kann man konservieren als bewahren verstehen. Und auch alle christlich Orientierten können auch verstehen, dass Bewahrung der Schöpfung das ist, was Menschen weltweit verbindet. Ebenso bin ich mit dem Umweltministerium in Kontakt zum Thema biologische Artenvielfalt hier mit dem Staatssekretär Jochen Flassbach. Wer hat mich für dieses Thema wach geküsst, wenn ich so sagen darf? Das ist diese Frau, das ist Jane Goodall. Sie ist berühmt geworden als Schimpansenforscherin, aber sie ist viel mehr als das. Sie ist mit 26 unbegleitet nach Afrika und hat unser Wissen über die nächsten Verwandten, über die Schimpansen, revolutioniert. Nicht alle wollten das damals hören. Ich sage immer, woran erkennt man Pioniere? An den Pfeilen im Rücken. Dass uns die Tiere sehr viel menschlicher und näher sind, als wir uns immer als Code der Schöpfung empfunden haben, das hat sie sehr klar gemacht. Dann versuchte sie, die Tiere zu schützen und merkte bald, es geht schon gar nicht mehr um die Tiere. Die sind, weil ihr Lebensraum immer enger wurde und sie gejagt wurden, kaum mehr zu schützen. Wir selbst, wir Menschen sind es, die unser eigenes Aussterben vorantreiben. Und dann stellte sie mir eine sehr, sehr direkte Frage und die gebe ich gerne an Sie weiter. Wenn der Mensch sagt, er ist die intelligenteste Art auf dem Planeten, warum zerstört er dann sein eigenes Zuhause? Und da musste ich dreimal schlucken, denn die Antwort auf diese Frage ist nicht banal. Und wenn ich auf der Bühne stehe und Sie jetzt als Kabarettpublikum vor mir sitzen würden, dann würde ich das noch zuspitzen. Dann frage ich in den Saal unter den 2000 Leuten da, Hand hoch, wer von Ihnen kackt regelmäßig in sein eigenes Wohnzimmer? Dann gibt es einen Lacher und dann versuche ich zu erklären. Ich habe regelmäßig gesagt, also nicht aus Versehen, nicht aus einem Affekt oder Infekt heraus, sondern mit Vorsatz. Macht keiner. Warum machen wir das nicht? Das ist interessant, darüber nachzudenken. Wir machen das nicht, weil unser Zuhause uns heilig ist. Unser Zuhause, unser Wohnzimmer, unser Living Room, da soll es schön sein. Da wollen wir keinen Scheiß, weder unseren noch den von anderen. Da wollen wir eine gute Zeit haben. My home is my castle. Wenn man jetzt, in Ihrem Fall sind Sie vielleicht sogar auch in Ihrem Wohnzimmer oder in Ihrem Zuhause, mal das Fenster aufmacht, die Tür und sein Herz öffnet, ist uns doch allen klar, das hier ist unser aller Wohnzimmer, die Erde. Es ist der einzige Living Room, den wir haben, weil nur auf der Erde gibt es lebenswerte Bedingungen für Menschen. Und deswegen mag ich auch nicht diese ganze Rhetorik, wir müssen das Klima retten oder die Umwelt oder die Erde retten. Nee, wir müssen uns retten. Die Erde hat sehr gut ohne Menschen existiert. Wir können nicht ohne die Erde. Die Erde ist der einzige Ort mit Wasser, mit Luft, mit was zu essen und erträglichen Außentemperaturen. Und um wirklich alle zu motivieren, ist der einzige Ort im Planetensystem mit Schokolade, Kaffee und Sex. Da ist doch für jeden was dabei, wo man sagt, Mensch, das sollten wir uns erhalten. Wenn man dieses Foto sieht, dann gab es 1969 wirklich ein Umdenken in der Menschheit. Zum ersten Mal flogen wir zum Mond. Und zurückgeblickt war das größte Aha nicht der Gesteinsbrocken oder die Teflonpfanne, sondern tatsächlich dieser Blick zurück. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit konnten wir uns begreifen als Schicksalsgemeinschaft. Als ja, Gesegnete, die das wahnsinnige Glück haben, auf diesem Planeten wohnen zu dürfen. Und sich auch klarzumachen, wenn man von außen guckt, die Atmosphäre, die ist hauchdünn. Die ist so dünn wie die Haut von einem Apfel. Und so verletzlich, auch wie unsere eigene Haut, so müssen wir die Atmosphäre sehen. Unsere eigenen Sinne sind dafür gänzlich ungeeignet, solche globalen, komplexen Zusammenhänge gut zu erfassen. Beispiel, wenn wir uns bei schönem Wetter
und den Himmel stellen und hochgucken, denken wir automatisch, das ist unendlich. Da wird sich der ganze Dreck, den wir da hochpusten, irgendwie noch verteilen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Raucher. Vielleicht kennen Sie das, wenn jemand raucht in Innenräumen, dann stehen so die Rauchschwaben in der Luft und dann wird es ihm plötzlich peinlich und dann fängt er an, so rumzuwedeln und denkt, oh, jetzt ist der Rauch weg. Nein, er ist nicht weg, er ist nur woanders, er ist nur verteilt. Und genauso naiv gehen wir an das Thema Luftverschmutzung ran und Treibhausgas. Wir denken, ach komm, das verdünnt sich und die Erde dreht sich und dann ist es woanders. Und ein bisschen planetares Bewusstsein zu entwickeln, heißt eben auch, was Timo Wölken auch eingangs gesagt hat, ist eine eklatante Ungerechtigkeit, dass die Menschen, die auf dieser Erde am schnellsten von der Klimakrise erfasst werden, nicht die sind, die sie verursacht haben. Und auch deswegen auch hier wieder eine globale Verantwortung und vor allen Dingen eine von den Hauptverursachern, und das sind wir in den Industrienationen. Es ist auch eine Frage von Generationengerechtigkeit. Und deswegen gab es auch diese ganzen Proteste von Fridays for Future. Die gab es ja auch zu Recht mit Plakaten wie "Es gibt keinen Planeten B". Völlig zu Recht. Und deswegen gab es auch die Scientists for Future, als damals einzelne Politiker in Deutschland sagten, Mensch, die Kinder, die haben doch keine Ahnung, sollen doch bitte in die Schule gehen, haben 28.000 Wissenschaftler unterschrieben und gesagt, das Anliegen ist völlig berechtigt. Das und das sind die Fakten. Und deswegen gab es diese Bundespressekonferenz und eine Publikation und viele, viele Tausend waren daran beteiligt. Richtig populär wurde es dann aber durch ein Video. Und zwar durch Riso. Als das durch die Decke ging, dachte ich, als guter Wissenschaftsjournalist, stimmt das denn, was er da sagt? Das war ja so, so schnell geschnitten, dass man gar nicht hinterherkam. Und dann wollte es der Zufall, dass Mai, eine der besten Wissenschaftsjournalistinnen dieses Landes, bei Funk und beim WDR zu bewundern, mich anfragte zu Klimawandel und Gesundheit ein paar Statements. Und dann hatte ich gerade eine Konferenz in Heidelberg mit Svenja Schulze und dann bin ich da vorbei. Und so entstand dieses Video, was auch 2 Millionen Menschen erreicht hat. Das heißt also, die sozialen Medien sind Fluch und Segen zugleich. Und auch wer Recherche kann, weiß auch, wo man da gute Quellen findet und dann eben eine neue, moderne Ansprache auch für die nächste Generation ist da nötig. Ich würde mir wünschen, dass viele in der Öffentlichkeit einfach nur 5 Dinge sagen, die wirklich unumstößlich sind. Die Klimakrise ist echt, es sind wir, es ist menschengemacht, wir können etwas ändern, Experten sind sich einig und es gibt Hoffnung. Ich war zum Beispiel bei der Anhörung im Petitionsausschuss des Bundestages anwesend, wo ein Freund von mir, von den Scientists for Future, Joachim Kurz, ist einer der weltbesten Atmosphärenforscher, tatsächlich von jemand aus der AfD-Fraktion gefragt wurde, ist es denn überhaupt menschengemacht, der Klimawandel? Und dann nahm er sich die Zeit und hat es kurz erklärt, aber diese Zeit haben wir nicht mehr, jedem zu erklären, was die Wissenschaft weiß. Und vor allen Dingen haben wir auch keine Zeit mehr zu warten, bis sozusagen diese Gegenhaltung als unsinnig sich herausgestellt hat, weil wir tatsächlich nur noch wenige Jahre haben, überhaupt diese Vollkrise zu verhindern. Und ich verstehe Menschen, die verunsichert sind, aber ich habe keine Geduld mehr für Menschen, die hinter den Stand des Wissens zurückgehen und das mit vollem Wissen. Deswegen glaube ich auch, es ist wichtig, dass mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft ihren Mund aufkriegen und zum Beispiel diese 5 Sätze sagen, weil dann Menschen, die unentschlossen sind, sich schwerer tun, zu denken, ach, das ist so 50-50, auf jeden Klimawissenschaftler gibt es einen Klimaleugner. Nein, das ist nicht so. Es ist 99:1. Das sind die Mengenverhältnisse. Bei Talkshows haben wir oft in der Vermittlung das Problem, dass für den Streit im Studio dann immer die Extrempositionen eingeladen werden und das übersieht, dass die meisten Menschen in der Mitte der Gesellschaft längst überzeugt sind und diese Sorgen auch ernst nehmen und teilen und von der Politik auch etwas erwarten, dass etwas getan wird. Das ist als Medienprofi leider mein Fazit, dass wir viel zu viel Zeit sozusagen mit den Extrempositionen verbringen, statt uns darüber zu unterhalten, was jetzt wirklich notwendig ist und was wirksam ist. Eine große Rolle spielen dabei die Gesundheitsberufe. Warum? Weil es dort auch eine Ethik dahinter gibt. Es gibt Werte. Gesundheitsberufe sind dafür angetreten, Gesundheitsgefahren zu identifizieren, Leben zu schützen und natürlich im besten Fall auch Prävention zu betreiben. Ein Mensch, von dem ich sehr viel gelernt habe, ist Detlef Ganten. Der war Chef der Charité, war früher mal mein Pharmakologieprofessor, ist jetzt auch mit über 80 immer noch total engagiert. Mit dem World Health Summit zum Beispiel bringt er Gesundheits
Verantwortliche aus der ganzen Welt zusammen, um an diesen Themen zu arbeiten. Und deswegen auf diesem Foto wollten wir auch zeigen, es gibt eine Generationenverbundenheit von der älteren Generation, von unserer mittleren und der nächsten Generation, die wissen, dass die Gesundheitsgefahren der Klimakrise die größten Gesundheitsgefahren überhaupt sind in diesem Jahrhundert. Priorität brauchen wir. Und das ist ein Foto von Harald Lesch, was er mir zur Verfügung gestellt hat, von einer Facebook-Seite eines amerikanischen Golfclubs, wo man auch noch stolz drauf ist, erstmal die Partie zu Ende zu spielen, bevor man sich um den brennenden Wald kümmert. Und auf eine Art und Weise ist das auch sehr menschlich, dass wir denken, ach komm, das hat noch Zeit. Und deswegen brauchen wir dringend eine andere Form von Kommunikation, weil die Welt brennt. Es hat im Amazonas gebrannt, es hat in Brandenburg gebrannt, in Australien waren die Brände zu beobachten. Das ist nicht mehr weit weg, sondern es ist hier und jetzt. Die großen Gesundheitsgefahren sind hier zum Beispiel aufgezählt, 10 Threats to Global Health, Air Pollution and Climate Change, ganz oben auf der Liste. Und diese Nummer 2, Non-Communicable Diseases, also die nicht infektiösen Krankheiten, was ist damit gemeint? Das ist Herzinfarkt, das ist Schlaganfall, das ist Diabetes, also Dinge, die durch unseren sesshaften Lebensstil entstehen. Und deswegen stecken in beiden Dingen auch die großen Chancen, endlich zu kapieren, dass wir die großen Killer der Menschheit, das sind nicht, Gott sei Dank, die Viren, sondern das sind Dinge, die wir selber mit verursacht haben. Und deswegen auch in der Gesundheitsförderung könnte die Umweltperspektive den entscheidenden Faktor bieten. Wer das schon seit über 10 Jahren vorbildlich macht, ist die Kommission Lancet Climate Countdown. Auf der Seite findet man die Policy Briefings der letzten Jahre und auch der aktuelle Report hier von Nick Watts vorgestellt, macht das ganz konkret. Er sagt, ensuring that the health of a child born today is not defined by changing climate. Auf Deutsch heißt das, die Perspektive von einem Kind, was heute geboren wird, ist theoretisch 100 Jahre alt zu werden. Aber in was für einer Art von Welt könnte dieses Kind leben, wenn wir nichts tun? Und was können wir jetzt daran ändern? Und wenn es dann konkret wird, dass man denkt, ja, ich könnte jetzt Kinder oder ich könnte Enkel haben und was wird aus denen, dann wird es plötzlich persönlich, dann geht einem das was an und man distanziert sich nicht ständig von diesem Thema. Man soll Tote miteinander nicht aufrechnen, aber das ist nur einmal eine kurze Größenordnung, wie Luftverschmutzung, die maßgeblich mit Energieerzeugung zu tun hat und Covid-19 im April mengenmäßig sich verglichen haben. Die großen Beschleunigungen, gegen die wir ankämpfen, sind Weltbevölkerung, Verlust an Tropenwaldflächen, die Emissionen, der Düngerverbrauch, der Süßwasserverbrauch. All das sind Ressourcen, die wir gefühlt immer zur Verfügung hatten, für die uns die Natur auch nie eine Rechnung gestellt hat. Aber das ist die Grundlage von Gesundheit. Die Grundlage von Gesundheit ist eben keine Operation, es ist kein Medikament, es ist keine Hochleistungsmedizin. Die ganze Hochleistungsmedizin ist nichts wert, wenn wir nicht was zu trinken, was zu essen und was zu atmen haben. Und so betrachtet müssen wir diese globalen Grenzen, die planetaren Grenzen viel ernster nehmen und die Kipppunkte, wo es Entwicklungen gibt, die wir nicht mehr zurückdrehen können. Dieses Konzept kommt von unter anderem von Johann Rockström, der einer der mit Ottmar Edenhofer, einer der Leiter des Potsdam Instituts für Klimafolgeforschung ist. Vielleicht kennen Sie diese Grafik, da kann einem schon schwummrig werden, weil rot heißt, die planetaren Grenzen sind bereits überschritten. Das ist beim Artensterben eklatant, das ist beim Klimawandel so und beim Stickstoffkreislauf. Stickstoffkreislauf klingt jetzt so abstrakt, aber da geht es zum Beispiel darum, dass in Amazonas wird Soja angebaut, um das dann nach Europa zu schippern, damit wir das Wiederkäuern geben, damit die aus 10 oder 20 Kalorien eine Kalorie Fleisch machen. Und was passiert mit dem Rest? Das wird stickstoffhaltige Gülle, das landet auf den Feldern, macht die Böden kaputt. Die pupsen, die kacken, die stinken zum Himmel und, und. Das ist mit diesem abstrakten Wort gemeint. Es stinkt im wahrsten Sinne des Wortes und deswegen ein Beispiel aus meinem Kabarett, wie macht man sowas sinnfällig? Menschen sind ja nicht gut oder böse, wir sind maßgeblich Gewohnheitstiere und wir machen uns über die globalen Folgen von unserem Konsum meistens nicht viel Gedanken. Das wäre anders, wenn man ab heute im Supermarkt für jedes Kilo Fleisch so ein 20 Liter Eimer Gülle direkt mit ausgehändigt bekäme. Und dann heißt es, das haben Sie mit verursacht, das haben Sie mitgekauft, das gehört automatisch mit dazu. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Dann überlegt man, wie oft in der Woche brauche ich tatsächlich Fleisch. Ich bin gar nicht dafür, das zu ideologisieren und ich bin auch kein Veganer. Ich esse auch gerne ab und an wieder Fleisch. Aber
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Wie kann auch die Landwirtschaft europaweit so geregelt werden, dass wir eben nicht solche Grenzen, die uns die Natur setzt, ständig mit Füßen treten und auch nicht mit Pfoten? Weil wir können ja selber kauen. Es gibt keinen Grund, warum man zwischen den Acker und den Menschen immer einen Wiederkäuer stecken muss. Nahrungsmangel ist ein Riesenproblem. Wir hatten jetzt 2 Hitzesommer. Was bedeutet das? Dass auch der landwirtschaftliche Ertrag in Europa sinkt. Nicht nur durch das Wasser, sondern auch durch die Hitze ist zum Beispiel auch der Ertrag in der Landwirtschaft eingepreist im Brotpreis, der gestiegen ist. Also wenn die Leute sagen, wir können uns Umweltschutz nicht leisten, wir zahlen sowieso schon jede Menge dafür, oft eben aber ohne es zu merken. Und die Gesundheitsfolgen vom Ozonloch, vom Sauerstoff, vom Flächenverbrauch, die sind eklatant. Direkte Hitzetote gibt es auch. 2003, erste große Hitzewelle. 70.000 Menschen in Europa sind gestorben an dieser Hitze zusätzlich. Auch in Deutschland die letzten 2018, 2019 vom Robert-Koch-Institut erfasst, viele hundert Menschen. Das Gewässer kippt. Warum? Weil die Wärme für zum Beispiel für bestimmte Algenarten Wachstum ermöglicht. Dafür sinkt dann der Sauerstoffgehalt. Und wenn auch so ein Kipppunkt erreicht ist, man kriegt es mit keinem Geld der Welt wieder so einfach hin. Allergiker wissen auch, früher gab es Saisons, da gab es feste Zeiten, in denen bestimmte Dinge blühten und flogen. Diese Zeiten dehnen sich aus, auch weil bestimmte Arten sich den Klimaveränderungen schneller anpassen. Und so gibt es zum Beispiel neue allergene Pflanzen, es gibt neue allergene Tiere und, und. Was mir auch Sorgen macht, ist, wenn Sie diese Karte sehen, Infektionen breiten sich aus. Und zwar nicht nur die Viren, sondern auch Infektionen, die durch Mücken übertragbar sind. Wir haben die asiatische Tigermücke, wie der Name schon sagt, gehört die eigentlich nicht nach Europa. Aber die ist inzwischen nicht mehr von kalten Nächten gekillt, sondern die breitet sich weiter aus. Man muss den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn wir plötzlich Westnil-Epidemien in Deutschland haben, wenn wir Chikungunya-Fieber haben, wenn wir Dengue und so weiter haben, dann muss man sich doch klar machen, das sind doch eigentlich Tropenkrankheiten. Was haben die in Europa zu tun? Ja, es ist ernst. Luftverschmutzung hatte ich erwähnt. Ein Thema, was mir auch am Herzen liegt, ich habe als Arzt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, diese Hilflosigkeit diesen Themen gegenüber ist extrem schädlich für unsere seelische Gesundheit. Es gibt mehr Suizide, es gibt mehr gelernte Hilflosigkeit, es gibt für viele dieser Dinge überhaupt noch kein Bewusstsein. Solastalgia ist das englische Wort für den Verlust von Heimat, weil wir alle vertrieben werden, symbolisch. Sinkt ist der Ort, wo wir geboren wurden, inzwischen ganz woanders. Was meine ich damit? Früher war es kalt. Da meinetwegen in Berlin, wenn es wärmer würde, dann sind die klimatischen Bedingungen heute zum Beispiel 200 Kilometer südlich. Mein Geburtsort ist klimatisch gesehen gewandert. Und was heißt das weltweit? Dass Millionen Menschen auf die Flucht gezwungen werden, weil die klimatischen Bedingungen im Moment schon in weiten Teilen von Afrika genau an der Grenze sind von dem, was Menschen überhaupt ertragen können und auch unter welchen Bedingungen sie überhaupt was anpflanzen können und was ernten können. Wenn das nur 1-2 Grad heißer wird, wächst nichts mehr, es gibt kein Wasser mehr und Menschen brechen zusammen. Was werden sie vorher tun? Sie werden um die letzten Ressourcen kämpfen, es wird Kriege geben und es wird Millionen Menschen in die Migration getrieben. Und wo sollen die hin, wenn nicht nach Europa? Und was macht das mit unserer Demokratie? Also die Gefahren sind echt und sie sind vorhersagbar. Wie kommuniziert man das jetzt so, ohne dass man denkt, oh Gott, das ist alles zu spät und wir können eh nichts mehr tun? Das ist ein Lieblingssatz von mir. Research shows that trolling people research doesn't work. Nur Forschung zu machen, hilft nicht. Man muss sie auch übersetzen. Und dazu empfehle ich einen TED-Talk, den ich sehr mag, How to Transform Apocalypse Fatigue into Action on Global Warming. Ich versuche das selber auch in meiner Kommunikation. Ernste Dinge werden nicht weniger ernst, wenn man sie humorvoll vermittelt. Und das ist ein großes deutsches Missverständnis, dass alles, was man mit einem ernsten Gesicht sagt, automatisch vernünftig ist. Nun muss man aber auch sagen, dass gerade die großen Fragen der Klimapolitik auch große Widersacher haben. Das merke ich, wenn ich bei Facebook Unite Behind the Science poste, hier wie bei Greta, dann gibt es auch Gegenwind. Und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt, wer sind denn die Feinde
dieser Entwicklung. Da gibt es sehr mächtige Lobbyverbände. Da gibt es auch eine tolle Recherche von Korrektiv über die Heartland-Story. Da gibt es einen tollen Film, Merchants of Doubt, der zeigt, wie in den 80er Jahren die Tabakindustrie, dann die Klimaleugner und wie auch andere Lobbyverbände wirklich massiv Experten kaufen, öffentliche Meinungen manipulieren und die Möglichkeiten dazu in den sozialen Medien sind noch leichter als früher. Also das macht mir Angst. Die andere Möglichkeit ist zu sagen, lasst uns dieses Thema mit vielen Leuten besprechen. In jeder Familie sollte es auch einmal einen Küchentisch. Deswegen habe ich mit meiner Familie auch das Gespräch gesucht und es ist im Stern auch online zu finden. Mein Bruder selber ist Wissenschaftler, er ist am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hat jede Menge Gutachten geschrieben, warum wir in Deutschland keine Atomenergie und auch keine Braunkohle brauchen, auch europaweit nicht. Seine Tochter ist auch sehr engagiert in Umweltfragen und der nachhaltigste Mensch in unserem Leben ist unsere Elterngeneration. Warum? Weil die haben noch im Krieg erlebt, wie Mangel funktioniert, wie man Dinge sich nicht einfach kaufen konnte, wie man Upcycling gemacht hat aus Not und, und. Das heißt also, ich mag den Gedanken, dass wir die Jung-Alt-Kontroverse ein bisschen auflösen in, was könnten wir eigentlich auch von den älteren Menschen lernen? Was haben die noch drauf, was uns verloren gegangen ist, was wir aber jetzt wieder entdecken können? Ein Mensch, der mein Denken auch sehr beeinflusst hat, ist George Marshall. Er arbeitet in einem Think Tank in Oxford, Climate Outreach heißt der, und hat zum Beispiel auch mit dem Guardian, einem wichtigen englischen Portal für Klimanews, unter anderem gearbeitet, wie können Images entstehen, die Menschen bewegen, etwas zu tun, statt in Starre zu versetzen. Was wichtig ist, zu wissen, dass in Europa es massive Gegner, zum Beispiel gegen das Ende von fossilen Energien gibt. Es gibt Länder, die hängen sehr an der Kohle und die bedroht uns alle. Und da eine Meinungsbildung und auch eine Mehrheitsfindung auszulösen, dafür braucht es viel, viel gute Kommunikation. Mit Klimaleugnern umzugehen ist zäh. Das machen Harald Lesch und Stefan Rahmstorf vom PIC vorbildlich. Aber auch da lohnt es sich, darüber nachzudenken, warum viel von dieser Kommunikation eigentlich seit 40 Jahren nicht wirklich in Action gemündet ist. Holmer von Ditfurth hat 1978 bereits die Folgen des Klimawandels beschrieben und diese Kurve hat sich mehr oder weniger genauso bewahrheitet. Es hilft auch zu wissen, wie so Verzerrungen funktionieren psychologisch. Das erleben wir gerade auch jetzt mit den wild wuchernden Verschwörungstheorien. Typische Elemente sind falsche Experten, logische Trugschlüsse, zum Beispiel bei Impfgegnern. Impfen ist nichts Natürliches, die Natur ist immer gut und deswegen kann das Impfen nichts Gutes sein, zum Beispiel. Oder eben Rosinenpickereien. Dann nimmt man sich ein Detail, wie aktuell bei Christian Drosten, seine statistische Analyse bei den Viren von Kindern und sagt, ja, wenn das nicht richtig bewiesen ist, dann fällt auch alles andere in sich zusammen und, und. Also die Merkmale sind bekannt und deswegen Vorschlag für eine neue Art der Kommunikation. Oft sind ja Menschen, die von etwas total überzeugt sind, auch sehr anstrengend für alle anderen, weil sie denken, jeder müsse das so sehen wie sie. Und George Marshall hat eine viel bessere Art, nämlich er fragt die Menschen erstmal, was ihnen selber wichtig ist. Und wenn wir uns jetzt sehen würden, dann würde ich Sie das auch direkt fragen, was sind Ihre Werte? Was ist Ihr Kompass? Was sind Ihre eigenen Prioritäten? Und dann kommt man sehr schnell dahin, dass Umwelt sehr abstrakt ist, aber dass Gesundheit, Glauben, Heimat, Gerechtigkeit, Unabhängigkeit, Familie und Kinder, Sicherheit, Essen, Arbeit, Gemeinschaft, das sind Werte, wo viele Leute sagen, ja, das ist mir total wichtig. Und wenn man den Menschen zuhört und ihnen fragt, was sind ihre eigenen wichtigsten Prioritäten, gibt es über zwei, drei inhaltliche Zwischenglieder immer eine Verbindung dahin, dass man zum Beispiel sich wünscht, dass die Welt für die Kinder nicht viel schlechter ist als die, die wir selber genossen haben. Dass man sich wünscht, dass man gesund sein kann, auch draußen, nicht nur in klimatisierten Räumen. Dass Menschen Glauben haben, dass diese Welt ein Geschenk ist, dass man sorgsam bewahren muss, dass wir es geschenkt kriegen von der Generation über uns und weitergeben müssen und, und. Das heißt, wenn man anknüpft an Dinge, die Menschen wertvoll sind, dann versteht man auch, dass eben auch das ein Anliegen ist, was nicht in Parteienlogik und in Verbandslogik gehört, sondern als übergeordnetes Ziel uns alle Menschen verbindet. Wem vertraut man noch? Auch das ist ein Riesenkommunikationsproblem.
weil, wie hier eine englische Studie, aber in Deutschland sind die Werte sehr ähnlich, Politikern kaum mehr geglaubt wird. Energieindustrie, Journalisten, Business, Banker, Ökonomen sind alle im roten Bereich, das heißt hohes Misstrauen. Und deswegen die große spannende Frage, wer hat noch die Chance, öffentliche Durchschlagskraft zu entwickeln? Das sind maßgeblich Nurses, Doctors, Teachers, Professors, Scientists, Judges und Weather Forecast. Sven Plöger ist glaubwürdiger als Angela Merkel. Wer hätte das gedacht? Aber diese Aufstellung zeigt eben auch, warum ich fest davon überzeugt bin, dass solche Aufrufe wie Health Recovery ganz wichtig sind, wenn sich alle Gesundheitsberufe der Welt einig sind, wir müssen die Milliarden, die wir jetzt wieder der nächsten Generation als Schulden sagen, ausgeben und die müssen die abbezahlen, dann bitte investieren wir doch in zukunftsträchtige Dinge, weil gesunde Menschen gibt es nur auf einem gesunden Planeten. Der Grad 1,5 Grad, 2 Grad, denken wir, ach komm, so wichtig ist das nicht. Der menschliche Körper ist ein guter Lehrmeister zwischen Qualität und Quantität. Das heißt, 42 Grad sind ein medizinischer Notfall. Deswegen war das auch unser Symbol am 20.09. beim globalen Klimastreik. 42 Grad ist 112. Deswegen alle Gesundheitsberufe auch vor der Charité in Berlin versammelt. Gesundheitsberufe sind angetreten, Leben zu schützen. Wir sehen neue Krankheiten auf uns zukommen. Wir geraten selber ins Schwitzen. Ich habe gerade für den WDR auch eine Dokumentation gemacht. Vielleicht haben Sie die gesehen. Wenn nicht, die ist auch in der Mediathek. Hirschhausen auf Intensiv. Da habe ich mal hinter so einer Atemmaske versucht, Luft zu kriegen, hier hinter diesen Profiteilen. Und dann noch Schutzkleidung und dann noch Hitze. Das ist in dem kommenden Sommer erwartbar unerträglich. Der Gesundheitsbereich ist gleichzeitig kein unbeschriebenes Blatt. 5 bis 10% der Emissionen gehen auf Gesundheit. Warum? Weil eben nicht die Autoindustrie, wie man denken könnte, der größte Arbeitgeber in diesem Land ist, sondern es sind die Gesundheitsberufe. Und auf uns wird noch gehört. Jeder Arzt sagt, mehr bewegen, weniger Übergewicht. Und was hilft dabei? Fahrradfahren. Es macht Spaß, es macht den Kopf frei, es ist gesund für einen selber und für die Umgebung. Und deswegen lohnt sich auch zu überlegen, was haben wir in den letzten Wochen erlebt, wo die Städte autofreier waren, wie schön es ist, sich mit dem Fahrrad ohne Infektion, ohne zusammengepfercht zu sein im öffentlichen Nahverkehr, sich zu bewegen. Das sind die Umbauten, die wir jetzt brauchen. Und Europa kann da maßgebliche Weichenstellungen geben. Die Städte haben ein Riesenproblem mit der Hitze, mit zugebetonierten Flächen, wo kein Regen mehr abläuft, wo es nichts gibt, was kühlt, wo es zu wenig Grün gibt, wo viele Menschen eben keinen Garten und keinen Balkon haben. Und dann brauchen wir Flächen der Erholung, der Luftschneisen. Auch diese städteplanerische Komponente von den Kommunen, die jetzt zu fördern, nicht nur die Dämmung, sondern auch eben die Erholungsflächen, das ist visionäre Klimapolitik. Und das nächstliegende ist nämlich das, was wir jeden Tag auf unserem Teller haben. Die Idee von der Planetary Health Diet ist auch noch wenig bekannt. Wir können Millionen Herzinfarkte und Schlaganfälle verhindern durch eine andere Art der Ernährung. Und das heißt auch nicht irgendwas verbieten, sondern einfach in Maßen. Wenig Fleisch, viel Gemüse, ein bisschen Fisch, bisschen Ei, aber viel Nüsse, viel gesundes Zeug. Und das kann sehr, sehr lecker sein. Lasst uns mehr darüber reden, in welche Welt wir hinwollen, statt darüber, was jetzt für wen einzeln gilt. Wir brauchen eine große Vision und die gibt es. Die gibt es in der Agenda 2030. Deswegen bin ich auch Botschafter für dieses Entwicklungsziel, nicht nur das Ziel Gesundheit Nummer 3, sondern zu verstehen, dass diese Entwicklungsziele gemeinsam erreicht werden können. Was mir auch Mut macht, ist diese Studie vom Potsdamer Institut über Social Tipping Points. Das heißt, wir brauchen auch in der Politik, wir brauchen nicht immer absolute Mehrheiten. Veränderungen finden statt, wenn eine kritische Masse erreicht ist. Und das sind manchmal auch nur wenige Prozent. Dass solche moralischen Revolutionen möglich sind durch eine smarte Vorhut, das gibt es in vielen Bereichen auch historisch belegt. Ein Beispiel: Abschaffung der Sklaverei oder Frauenwahlrecht und, und. Es gibt zuerst einen Konsens, das muss so sein, das war immer so. Dann gibt es eine kleine Gruppe von Leuten, die sagt, vielleicht ist das doch keine so gute Idee. Dann werden die erstmal bekämpft. Und dann gibt es den Moment, wo sich dieser Gedanke ausbreitet. Und dann gibt es einen Tipping Point. Und wenn der überschritten ist, dann möchte man auch gar nicht mehr zurück. Dann gibt es nämlich irgendwann dieses Aha,
Wie konnten wir eigentlich alle das für unumstößlich halten? Wie konnten wir eigentlich dazu Ja sagen? Und ich glaube, dass wir im Moment wirklich an so einem Tipping Point sind, dass wir erkennen, dass die Art und Weise, wie zerstörerisch wir mit den Ressourcen umgegangen sind, für uns selber die größte Gefahr darstellt und dass wir so ein Zurück nicht wollen, sondern ein Nach vorne. Schriftsteller, Künstler sind aufgefordert, diese neue Vision in die Welt zu bringen und Jonathan Safran Foer hat mit den Büchern Tiere essen oder auch Wir sind das Klima Großartiges geleistet und hat dafür einen kleinen Heiligenschein verdient. Zusammengefasst haben wir alle einen Fußabdruck, der nicht nachhaltig ist. Die Europäer verbrauchen viel zu viel. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in der Welt die Möglichkeit, unseren Handabdruck viel bewusster wahrzunehmen. Handabdruck heißt, gemeinsam politischen Einfluss nehmen. Beispiel, dass Fliegen schädlich ist fürs Klima, wissen alle. Bahnfahren ist aber, obwohl ich ein großer Freund von Interrail bin, in Europa auch nicht immer einfach. Könnte man denn nicht, statt Fluggesellschaften weiter Milliardenkredite zu geben, endlich mal den Zugverkehr so organisieren, dass der günstig ist, dass er pünktlich ist, dass er bequem ist? Das wären für mich die wichtigen Schritte. Und das ist eben nichts, was ich individuell leisten kann. Ich kann nicht dafür sorgen, dass es endlich zwischen den großen Städten wie zwischen in Europa Schnellverbindungen gibt. Aber das ist möglich. Und das braucht eben europäische Zielvorstellungen und Visionen und das Geld an der richtigen Stelle ausgegeben. Und ein bisschen was zum Schmunzeln am Ende. Eines Tages werden wir alles sterben, Snoopy. Ja, das stimmt, aber an allen anderen Tagen nicht. Das heißt, ich bin nach wie vor hoffnungsvoll, dass wir das gedreht kriegen, dass Sie hoffentlich auch diese Idee von gesunde Erde, gesunde Menschen, von One Health, von Planetary Health jetzt tiefer verstanden haben. Und jetzt bin ich sehr neugierig auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Würden wir jetzt in einem Saal sitzen, gäbe es jetzt lauten Applaus und vor allen Dingen auch die Frage nach der Zugabe. Genau, Peter übernimmt das für uns alle hier. Die zweite Frage kam von Sabine Bangert, die Frage gestellt hat, welche Chance der European Green Deal bietet, einen Beitrag zur sozialökologischen Transformation zu leisten. Und wir haben den Green Deal ja heute schon angesprochen, da geht es am Ende des Tages um Reduktionsziele hin zu einer hoffentlich vielleicht sogar treibhausgaspositiven Europäischen Union zu kommen. Jetzt könnten Peter und ich das in einem sozusagen politisch bewerten, aber darum soll es ja jetzt hier gerade nicht gehen. So, das ist der springende Punkt. Also die Frage von Frau Bangert, was der Green Deal sozusagen als Beitrag leisten kann, damit wir in einer sozial-ökologischen, besseren Welt leben können. Ich bin sehr gespannt auf die Einschätzung von Timo und Peter, weil ihr da viel näher dran seid. Aber ich sag mal, aus meiner Warte, zwei Sätze dazu. Das eine ist erstmal wichtig, dass Politik braucht eine klarere Idee, wo wir hinwollen. Und dafür ist der Green Deal ein großes Zeichen gewesen, zu sagen, wir haben eine Priorität, die wir haben lange, Jahrzehnte ignoriert. Und das hat erstmal meinen vollen Respekt, weil die Maßnahmen erstmal nicht populär sind und auch nicht dafür einzahlen, jetzt sofort wiedergewählt zu werden. Aber Politik ist ja auch nicht nur dafür da, wiedergewählt zu werden, sondern auch eine Vision zu entwickeln, wo wir hinwollen. Und dafür braucht es eben auch zum Beispiel europäische Besteuerung von CO2. Dazu braucht es eine Idee, wie viele Flughäfen, wie viele Flugbewegungen brauchen wir innerdeutsch und innereuropäisch. Dazu braucht es eine Idee, wie wir zum Beispiel eben auch ein Nahverkehrsnetz besser miteinander harmonisieren und so weiter und so fort. Und natürlich ist das dickste Brett des Green New Deals die Veränderung der Landwirtschaft. Also die EU ist ja nach wie vor in ihrem Etat, wenn man sich die Budgets anguckt, eine unglaubliche Maschine, um Geld für landwirtschaftliche Massenproduktion zu erzeugen. Und meine Frau lebt, ihre Familie kommt aus Niedersachsen. Ich bin da mit dem Fahrrad gefahren, es stinkt zum Himmel. Wir ersticken in Kacke. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Es gibt einen illegalen Handel, das hat mir die Umweltministerin von NRW mal erzählt, wo Güllewagen über europäische Grenzen fahren und gucken, wo lassen sie ihren Scheiß. Das ist doch absurd. Und wenn ich jetzt die Massentierhaltung derartig in Beschlag nehme, möchte ich das mit Zahlen unterlegen. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat
prozentual 30 Nutztiere pro Kopf. Wir hatten vor 10.000 Jahren, bevor wir Menschen mit Sesshaftwerdung und mit Ackerbau und Viehzucht und mit Bauersuchtfrau eine unglaubliche exponentielle Wachstumskurve hingelegt haben, hatten wir auf dem Planeten, wenn man das Gewicht von Wirbeltieren nimmt, hatten wir 1% Menschen und ihre Nutztiere und 99% waren Wildtiere. Wir haben das innerhalb kürzester Zeit komplett umgedreht. Wir haben heute nur noch 1% Wildtiere, 1/3 sind Menschen und 2/3 sind Nutztiere von Menschen. Und Europa macht diesen ganzen Quatsch mit. Und das heißt also, wenn wir eine Idee haben wollen, dass wir nicht nur weiter das Falsche subventionieren wollen, sondern endlich mal das Richtige tun, ist eine Idee aus Holland für mich wegweisend, wo die nächste Generation nämlich gar keine Lust mehr hatte, von ihren Eltern diese Schweinehöfe zu übernehmen. Und dann gibt es Subventionen, diese Höfe zu schließen, zu verändern. Das sind Impulse, die europaweit koordiniert werden müssen, damit nicht ein einzelnes Land die Last hat. Aber wir alle könnten aufatmen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir mit einer idiotisch Überproduktion an fehlgeleiteten Subventionen in die Landwirtschaft, die wirklich die Artenvielfalt bedroht, die nicht nachhaltig ist, endlich mal aufhören. Also bevor wir was Gutes tun, können wir mal aufhören, das Schlechte weiterzumachen. Das ist ein extrem wichtiges Thema, Landwirtschaft, aber auch ein sensibles Thema, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass natürlich viele Landwirte, die schon relativ nachhaltig wirtschaften, sich vom Kopf gestoßen fühlen, wenn man sie einseitig an den Pranger stellt. Und ich glaube, man muss innerhalb der Landwirtschaft versuchen, in der Tat diejenigen zu motivieren, die schon nachhaltig wirtschaften und denen, die das noch nicht tun, und das ist so, das gebe ich auch gerne zu, in den Niederlanden, aber auch in Teilen, zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen, wo Eckart und ich ja wohnen. Im Westmünsterland gibt es eine sehr intensive Landwirtschaft und die Gülle wird tatsächlich ins Sauerland transportiert. Auch dass es hier stinkt. Aber da müssen wir eben wirklich Brücken bauen, dass die Menschen Alternativen finden und die Landwirte mitnehmen. Das ist eine riesen Herausforderung, weil einerseits brauchen wir jetzt viel Geld für den Wiederaufbau nach der Krise. Andererseits brauchen wir auch Geld für den Umbau der Landwirtschaft. Denn man kann eigentlich nicht guten zu sagen, wir machen jetzt euch mehr Auflagen und gleichzeitig kriegt ihr weniger Geld. Also das ist extrem wichtig. Die Lösung besteht aus meiner Sicht darin, dass wir das Geld stärker auf mittelständische bäuerliche Betriebe konzentrieren und stärkere Umweltauflagen damit verbinden, aber dass die mittelständische Landwirtschaft auch eine Chance hat, weiter zu existieren und diese Auflagen zu erfüllen, indem man eben neue Technologien einsetzt, um zum Beispiel diese Gülle zu reduzieren, die Umweltschäden durch die Ausbringung der Gülle zu reduzieren. Und da gibt es viele Ideen, nur die müssen wir eben auch wirklich konkret vor Ort unterstützen. Das ist natürlich jetzt misslich für die Fragerunde, dass derjenige, der die Antworten geben soll, nicht mehr da ist. Ah ja, da ist er wieder. Hallo! Gut, wir hatten gerade festgestellt, dass es ein bisschen misslich ist, dass in der Fragerunde derjenige, der die Fragen beantworten soll, nicht mehr dabei sein kann. Ich hatte meinen Punkt. Wer es gejagt hat, könnt ihr das rausfinden? Ja, wir werden das nachverfolgen. Wir haben ja in dem neuen Paket, habe ich gerade gesehen, dass auch das Geld für die Cybersecurity und die Infrastruktur erhöht werden soll in der Europäischen Union. Das werden wir dann direkt zweckentfremden und rausfinden, wer jetzt unsere Veranstaltung gestört hat. Genau, ich hatte meinen Punkt nochmal gemacht, dass wir gerade im Agrarbereich es wird ja weiterhin der größte Bereich sein, dass wir da tatsächlich Subventionen so ausgestalten müssen, dass sie dafür bezahlt werden, wenn Landwirtinnen und Landwirte öffentliche Leistungen erbringen, also für Biodiversität sich einsetzen, für Umweltschutz sich einsetzen. Das mögen nicht alle, aber ich glaube, dass das insbesondere diejenigen mögen, die nachhaltig sind. Das ist aber eine Diskussion, die jetzt hier sicherlich alleine 1,5 Stunden bräuchte. Ja. Ich habe eine Frage an die beiden Moderatoren, was die Digitalisierung angeht, weil das ja auch ein Teil des Green New Deals ist. Ja. Und was ich sehr erschreckend fand, als mir mal jemand vorgerechnet hat, wie Digitalität eben auch zu einem enormen Stromverbrauch führt. Und solange die Energieerzeugung nicht sauber ist, kann man auch nicht davon reden, dass Digitalität einfach im luftleeren Raum stattfindet, sondern die Server, die ständig mitlaufen. Also ich habe da mal so eine Zahl gefunden, dass allein so ein Handy hat woanders
natürlich abgelagert, den Energieverbrauch von einem Kühlschrank. Also das bringt man oft nicht zusammen, weil man denkt, Digitalität ist die Lösung für alles, aber das hängt eben auch mit Ressourcenverbrauch zusammen. Und da gibt es eine tolle Studie vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, der mich darauf aufmerksam gemacht hat. Ist definitiv so, ist in der Datenstrategie der Europäischen Kommission auch als Issue sozusagen erkannt, wie wir dafür sorgen wollen, dass Datencenter zum Beispiel grüner werden. Jetzt wird Google schreien, aber unsere Datencenter laufen eh schon nur mit regenerativen Energien. Es ist natürlich für uns die Unternehmen, die die Infrastruktur betreiben, ein großes Problem, weil deren größter Kostenfaktor ist die Energie, die für Kühlung aufgewendet werden muss und so weiter. Also insofern ist das tatsächlich etwas, was wir für eine grünere IT-Infrastruktur haben. Das ist als Problem erkannt. Und die Idee der Europäischen Kommission ist, hin zu einem Edge-Computing eher zu kommen und nicht so serverlastig zu arbeiten. Das heißt tatsächlich, je besser die Geräte am Ende eines Netzwerks, also an der Kante, an der Edge werden, umso weniger braucht man an zentraler Infrastruktur. Das ist eine Idee, die ich jetzt noch nicht komplett durchgeprüft habe an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber das ist einer der Lösungsstrategien, die in der Datenstrategie zumindest vorgeschlagen wurde. Ja. Welche Fragen habe ich denn verpasst? Genau, noch gar keine. Wir haben die Zeit überbrückt. Ich mache jetzt einfach schnell weiter. Von Annette Kaulfuß kommt eine Frage, die ich wirklich wichtig finde. Sie fragt, wie man im Bekanntenkreis argumentieren kann, wenn man mitbekommt, dass Fake News verbreitet werden oder aber beziehungsweise, wenn man sagt, ja, Klimawandel, das Bekannte sagen, Klimawandel ist ja gar nicht so schlimm. Sie selber versucht dann weniger Auto zu fahren, mehr Rad zu fahren und wird dafür dann belächelt. Das ist ja ein typisches Problem, dass, ja, man, das hast du ja vorhin auch beschrieben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn man sein Verhalten ändern muss, dann will man das erstmal nicht. Kannst du ihr da vielleicht irgendwie ein positives Beispiel geben oder Mut zu sprechen, wie man mit so einer Situation umgehen kann? Da gibt es tatsächlich auch ein bisschen Forschung zu, aber ich finde das ein Thema, was noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. Wer die Wissenschaft dahinter interessiert, empfehle ich Cornelia Betsch. Die ist eine Heisenberg-Professorin in Erfurt. Die hat viel über Wissenschaftsleugner geforscht und publiziert und hat zum Beispiel auch eine Studie gemacht, wie man bei solchen Talkshows dann besser reagieren kann, damit nicht am Ende das Gefühl entsteht, es geht 50-50 aus, obwohl 99% auf der einen Seite sind und 1% auf der anderen. Im privaten Bereich ist das heikel, weil das ja auch immer um persönliche Beziehungen geht. Und ich habe das auch erlebt. In meinem erweiterten Verwandtschaftskreis gibt es auch Leute, die AfD wählen und irgendwo müssen die ja auch sein, wenn das jeder Vierte oder jeder Fünfte ist, auch keine große Überraschung. Und da kommt man schon argumentativ an die Grenzen und man will natürlich auch immer überlegen, wie viel riskiert man auch einen Abbruch von Beziehungen damit. Mhm. Also deswegen mein Ratschlag wäre, das, was ich auch vorhin von dem George Marshall erzählt habe, zuzuhören. Und nicht so sehr so ein Kräftemessen. Ich habe den Experten, ich habe die Studie, aber das auch. Zum Beispiel ein typisches Beispiel für Fehlinformationen, wo beide Seiten recht hatten in den letzten Wochen. Die einen haben gesagt, die Emissionen sind zurückgegangen durch Corona. Und das ist auch so. Es gab plötzlich freien Himmel über China, es gab plötzlich Fernsicht und so weiter und so fort. Die anderen haben gesagt, aber am CO2-Gehalt der Atmosphäre hat sich ja gar nichts geändert. Und das ist auch richtig. Aber das ist kein Widerspruch. Und was bei den Leuten ankam, war, selbst wenn gar nichts passiert, ändert sich ja gar nichts. Aber da werden zwei Dinge in den Kopf geworfen. Das eine sind Emissionen, auf gut Deutsch, wie viel Dreck pusten wir weiter nach oben? Und die andere Zahl ist, wie viel Dreck ist denn schon oben? Und das ist wie bei der Badewanne. wenn die voll ist, und ich höre auf den und ich drehe den Wasserhahn ab, dann wird die ja dadurch nicht leer. Das heißt also, dass die Atmosphäre weiter einen hohen und viel zu hohen Treibhausgasgehalt hat. Das stimmt. Und der wird auch nicht so schnell abnehmen, wenn wir weniger Emissionen haben. Das heißt also, wenn man sich da nicht ein bisschen auskennt,
findet jeder die Informationen und die Argumente, die seiner Weltsicht entsprechen. Und das nennt sich Confirmation Bias in der Psychologie. Man sucht sich auch natürlich im Freundeskreis die Leute, mit denen man gut kann. Und so ist das auch eben in den sozialen Filterblasen. Mein Tipp wäre deswegen, einmal zuhören und verstehen, welcher Wert steckt hinter dieser Argumentation. Was ist dem anderen wichtig? Ist dem wichtig Gefühl von Sicherheit, dass er auch vor sich selber bestehen kann? Weil wenn man sich eingesteht, Mensch, ich habe in der Vergangenheit jeden Urlaub irgendwie auf den Malediven verbracht und vielleicht war das doch keine so gute Idee, dann kann man das ja auch nicht mehr rückgängig machen. Man kann es nach vorne raus besser machen, aber erstmal zuhören, wovor hat der andere Angst? Und wenn man das versteht und darauf eingehen kann, dann ist der nächste wichtige psychologische Weg, nicht in so ein Gespräch reinzugehen mit dem harten Willen, den anderen zu überzeugen oder als doof dastehen zu lassen, sondern von sich zu erzählen. So habe ich das vorhin auch gemacht. Ich habe gesagt, ich habe auch relativ viele Jahre mich überhaupt nicht um diese Umweltthemen mehr geschert, weil mir andere Dinge wichtiger waren. Und dann habe ich Jane Goddard getroffen und die hat mir gesagt, Mensch, wenn wir so schlau sind, warum zerstören wir unser Zuhause? Und wenn man das einmal hatte, so einen Moment, dann kann man auch nicht mehr so einfach zum Business as usual zurück. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, hat der andere schon mal Momente gehabt, wo er gezweifelt hat? Zum Beispiel, hat jemand mal erlebt, wie schön es ist in der Natur, wenn die intakt ist? Hat jemand mal erlebt, wie schön klares Wasser ist im Verhältnis zu Plastik im Wasser? Hat jemand mal erlebt, wie andere Dinge ihn belasten in der Stadt und so weiter? Und dann wirklich beim persönlichen Erlebnis anknüpfen und sagen, und deswegen habe ich für mich entschieden, das und das. Und wie machst du das? Dann kommt man aus diesem Gerangel raus, was extrem ermüdend und total zermürbend ist. Und deswegen darüber reden, in was für einer Welt wünscht man sich, seine Kinder und Enkel zu sehen. Also auch zu fragen, so einen Sprung in der Zeitperspektive, worauf möchten wir 2050 zurückschauen? Und wenn wir dann sagen, Mensch, wir haben noch mal die Kurve gekriegt 2020, da gab es eine tolle Initiative und da war ich auch am Anfang unsicher, aber ich habe gesagt, wenn wir noch eine Chance haben, dann setzen wir auf diese Karte, denn wir werden uns nicht verzeihen, wenn wir die nicht nutzen. Also so, das wären sozusagen Wege, wie man aus dieser Konfrontation rauskommt. Ich hoffe, dass es auch bei Annette oder wer das war, funktioniert. Annette, genau. Wenn ich noch einen Buchtipp hinten ranhängen darf, es gibt eins Buch von Franzi von Kempis, Anleitung zum Widerspruch, die genau solche Situationen aufgreift und dann analysiert, was ist eigentlich das Argument des zum Beispiel Klimaleugners, warum macht er das und wie kann man reagieren? Also das gibt auch eine gewisse Selbstsicherheit. Ich will eine Frage vorziehen von Fridays for Future. Annalisa Schlüter hat die geschickt. Hallo Eckart, vielen Dank für den Vortrag. Heute wäre Fridays for Future Iserlohn als Gast in Brüssel da gewesen und wir hätten dich gerne kennengelernt. Gut, das funktioniert nicht digital, aber du hast ja schon versprochen, wir holen das nochmal in Real Life nach. Perfekt. Eine Frage, die Jugend sich immer wieder stellt. Wie kann man jungen Leuten ernsthaft verkaufen, dass Klimaschutz eine Top-Priorität hat, wenn in den letzten Jahrzehnten genau das Gegenteil der Fall ist und auch heute die falschen Ansätze gegeben werden, siehe Datteln 4 oder Abwrackprämie? Ich glaube, dass das Fridays eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat. Also ohne die Aktion auf der Straße hätten wir wahrscheinlich nicht das Ergebnis bei der Europawahl gehabt und hätten wir auch nicht in Deutschland ein Klimapaket verabschiedet innerhalb von der Zeit. Deswegen verstehe ich einerseits den Frust, dass man ein Jahr lang auf die Straße geht und denkt, es hat sich nichts getan. Aber in historischer Perspektive betrachtet auf die letzten 40 Jahre haben sich in den letzten 2-3 Jahren mehr Dinge bewegt als in den 20 Jahren zuvor. Und Dinge sind plötzlich auch sichtbar geworden. Also die Maßnahmen, die wegen Corona ergriffen wurden, hätte sich ja bei Klimafragen nie jemand getraut. Und plötzlich durch die Dringlichkeit haben auch viele Leute verstanden, dass es ernst ist und dass dann auch eine solidarische Mehrheit diese Maßnahmen mitgetragen hat. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, sich immer klarzumachen, dass wir unterschätzen die Fähigkeit von Menschen, sich an neue Rahmenbedingungen anzupassen. Also Beispiel, und das ist auch in Richtung Politik gemünzt, traut euch mehr unpopuläre Dinge durchzudrücken, auch wenn sie nicht im Moment für alle sofort einsichtig sind.
Medizinisch gesprochen hat der Sicherheitsgurt sehr, sehr viele Menschen vor dem Unfalltod bewahrt. War aber, als er eingeführt wurde, nicht wahnsinnig populär. Das wurde auch als Freiheitsbeschränkung, und ich darf doch selber entscheiden, ob ich mich anschnalle oder nicht. Immer wieder ist es eine Abwägung zwischen persönlichen Freiheiten und den Kosten, die ja dann die Allgemeinheit wieder trägt. Anderes Beispiel, Rauchen in Kneipen. Da gab es einen Riesenaufschrei, das wäre das Ende der Gastronomie, das wäre das Ende des Abendlandes, wenn wir das kippen und so weiter. Und was ist passiert? Die Raucher selber sind froh, dass heute in den Restaurants nicht mehr geraucht wird. Und das kommt uns unendlich weit vor, ist es aber gar nicht. Noch in den 80er Jahren durfte man im Flugzeug auch rauchen. Wir denken, wenn wir daran denken, das kommt uns vor wie im letzten, ja, ist ja auch das letzte Jahrtausend. Aber wirklich, wir übersehen manchmal, wie Dinge ganz schnell Normalität werden. Und da können eben auch junge Menschen sich eigentlich auch stärker darauf verlassen, dass der Reformwille von jungen Menschen immer schon in der Menschheitsgeschichte sozusagen einen Gegenpart hatte in der konservativen Haltung, wir dürfen jetzt nicht alles umstoßen. Warum? Weil die älteren Menschen, und das Problem ist ja immer der alte weiße Mann, so wie wir, Peter und ich auch schon, wir wollen ja Dinge, die wir uns erarbeitet haben, nicht mehr aufgeben. Aber eine jüngere Generation hat die Möglichkeit, sich an neue Bedingungen auch anzupassen. Und deswegen darf man auch da unpopulärere Dinge fordern und auch ausprobieren. Und genau in dieser Mischung entsteht auch Politik. Was wir im Moment haben, ist das Ungleichgewicht dadurch, dass in der Politik, in der Wirtschaft, in vielen anderen Bereichen die älteren Menschen dominieren, dass die Sorgen und die Perspektiven von den jungen Menschen politisch nicht adäquat abgebildet werden. Deswegen habe ich zum Beispiel auch unterschrieben beim Generationenmanifest, dass wir brauchen sozusagen andere Verortungen von den Interessen von jungen Menschen, von den zukünftigen Generationen mit den politischen Entscheidungen jetzt. Das heißt, wir sollten auch bei so einem Green Deal und bei den Milliarden immer uns fragen, welche Konsequenz haben die Maßnahmen jetzt für die Kinder und Enkel? Und dann kommt man eben dazu, dass man dieses Geld, wenn man es ihnen schon sagen als Schulden hinterlässt, nicht auch noch in ökologischen Schulden hinterlassen sollte, sondern in Nachhaltigkeit. Jetzt gerade das Beispiel mit dem Rauchen im Flugzeug angebracht, das ist mir eingefallen, dass als ich angefangen habe zu studieren, ich bin immer von Hamburg in der Nähe bin ich aufgewachsen, nach Osnabrück gefahren mit dem Zug und da gab es wirklich noch in den ersten 2 Jahren, glaube ich, diese Raucherabteile. Das muss man sich mal vorstellen, da war ein ganzes Abteil, ein ganzer ICE, IC-Waggon, leer, weil das so gestunken hat und man hat sich nur in der allergrößten Verzweiflung da reingetraut und konnte danach seine Klamotten wegschmeißen. Also das ist schon Wahnsinn. Ich fasse mal Fragen zusammen, damit wir noch möglichst alle durchbekommen. Es gibt 2 Fragen zur Bepreisung von CO2. Das hattest du ja aber auch schon angesprochen. Einmal nochmal von Annette, dass regional und bioproduziertes Essen nicht teuer sein darf. Ja, stimmt. Muss man fragen, ob man da in der Politik vielleicht andere Mechanismen finden kann. Und Rainer Wenning findet, dass die realen Kosten im Reiseverkehr, insbesondere bei Flügen, abgebildet sein müssen. Können wir uns da alle drauf einigen? Ich gucke mal bei Peter und bei Eckhardt sozusagen rüber. Peter ja, sagt ja, okay. Gut, okay. Ein paar Beispiele, ja. Es gibt einen innereuropäischen Wasserhandel. Das ist totaler Quatsch. Also warum braucht jemand in Hamburg eine Flasche Plastikwasser aus den Pyrenäen? Nur weil wir denken, dass das irgendwie besonders rein ist. Das Trinkwasser ist in Deutschland und ich glaube auch in den meisten europäischen Ländern viel besser als sein Ruf. Und das ist das bestuntersuchteste Lebensmittel. Und der Dreck, den diese Illusion von Reinheit mit verursacht, indem man LKWs mit reinem Wasser, mit dreckigem Diesel durch die Länder fahren lässt, das taucht eben im Preis nicht auf. Und da bin ich voll dabei. Solche Dinge müssen irgendwie transparent sein, die müssen eingepreist werden. Und wer unbedingt Vittel und Evian trinken will, sollte einmal vor Ort sein, damit man sieht, dass die Menschen in den Dörfern dort selber kein Wasser mehr haben, weil das alles für den Export abgezapft wird. Also das sind alles so idiotische Konstellationen, wo ich denke,
Lass uns darüber YouTube-Videos machen, lass uns da Komiker hinschicken, lass uns mit Humor einmal nur betrachten, wie absurd das ist, was wir schon für normal halten. Und ich trinke Leitungswasser und Prost auf einen hohen CO2-Preis. Das muss dringend europaweit Standard sein. Und wenn das nicht alle so sehen in der Welt, dann fangen wir einfach an damit. Darf ich kurz, okay. Timo? Bitte, klar. Ja, also erstmal, ich trinke auch Leitungswasser und das haben wir gerade im Dezember die letzten Jahres beschlossen, dass wir das auch stärker fördern wollen als EU. Zu der Frage von Rainer Wennung. Übrigens, das ist ein enger Vertrauter von Karl-Josef Laumann, arbeitet seit vielen Jahren für die Gesundheitspolitik, erst in Düsseldorf, jetzt in Brüssel. Die realen Kosten beim Fliegen, das ist im Moment wieder brandaktuell. Ich kämpfe seit vielen Jahren dafür, dass wir beim Emissionshandel den Flugverkehr einbeziehen. Das ist uns nur zum ganz geringen Teil gelungen. Es ist total pervers. Wer mit der Bahn fährt, zahlt 100% Emissionshandel, weil die Bahn Strom bezieht und der Strom ist zu 100% im Emissionshandel. Wer fliegt, zahlt 15%, also 1,5, nicht 50, sondern nur 15%, weil sie 85% der Zertifikate, die sie brauchen, kostenlos bekommen. Und das ist wirklich ein komplett falscher Anreiz. Und das ist Gott sei Dank Teil des Green Deal von Ursula von der Leyen, das eben auch zu ändern. Und ich habe mich, wenn ich sehe, dass da auch Menschen arbeiten und dass sie natürlich auch Sorgen haben und dass natürlich das ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Aber ich habe den Eindruck, leider, das Beispiel Emissionshandel, das zeigt auch ein anderes Beispiel, dass der Flugverkehr eben eine extrem gute Lobby hat. Und das zeigt ein anderes Beispiel. Ich bin in Kontakt mit Professor Ulrichs, auch aus Berlin, ein Mediziner und Forscher im Bereich Mikrobiologie. Der hat mal untersucht, wie gefährlich ist es eigentlich, wenn man ins Flugzeug steigt mit Covid-19. Das ist schon eine erhebliche Gefahr. Die Airlines sagen, durch die Filter, die wir da haben und den Luftzug, ist es nicht gefährlich. Aber wenn die Filter so toll sind und wenn der Luftzug so toll ist, warum machen wir den nicht sofort in alle Grundschulen und machen alle Schulen wieder auf? Also irgendwas stimmt da nicht. Und natürlich ist es Fliegen gefährlich, wenn man in einen vollbesitzten Flieger steigt. Trotzdem ist es dem Restaurantbesitzer nicht erlaubt, sein Restaurant voll zu machen. Aber bis heute machen die Airlines die Flugzeuge voll. Und das passt einfach nicht zusammen. Und deswegen habe ich gelernt, dass es eben leider nicht immer faktenbasiert ist, sondern dass die Airlines eine ziemlich gute Lobby haben. Und ich finde, wir müssen deren Interessen berücksichtigen, aber wir dürfen sie nicht anders stellen als die Bahn oder einen Restaurantbesitzer. Die müssen auch mit gesetzlichen Auflagen sowohl für Infektionsschutz als auch für Klimaschutz konfrontiert werden. Kann ich genauso unterschreiben. Und würde jetzt zur Abwechslung nochmal eine etwas allgemeinere Frage mit reinholen wollen von Benjamin Reiter, weil ich sie sehr, sehr, sehr spannend finde. Er sagt, es wird bei verschiedenen Themen immer wieder vom Konsens der Wissenschaftler gesprochen. Also ich finde schon mal gut, dass es heißt Konsens von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und nicht die Wissenschaft, denn ich glaube, die Wissenschaftler ist jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin beleidigt, denn das ist sozusagen immer eins. Aber wenn von einem Konsens gesprochen wird, wie ist es für den wissenschaftlichen Laien möglich, herauszufinden, was dieser Konsens ist? Für Laien ist es schlicht nicht möglich, selbst die diversen Studien durchzusehen und zu verstehen. Gibt es andere Möglichkeiten und Quellen, wo man sich sozusagen informieren kann? Vielschichtiges Thema. Also, ganz schnell entsteht das Gefühl, für jede Studie gibt es eine Gegenstudie. Und das ist einfach nicht so. Also es gibt erstmal nicht die Wahrheit. Und es gibt auch nicht die Wissenschaft, sondern Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess und der hat natürlich gewisse Anfälligkeiten für Modethemen, für soziale Erwartungen, für Fördermittel. Beispiel, Medikamententests werden durchgeführt, oft finanziert durch die Hersteller. Und deswegen verzerrt sich da, das nennt sich dann Bias, die Überbewertung von dem Nutzen von neuen Medikamenten gegenüber den Dingen, die schon ziemlich gut funktionieren. Und deswegen braucht es eben auch Zulassungsbehörden, deswegen braucht es auch eine
Bewertungsstufen, wie in Deutschland das AMNOG und so weiter, damit nicht Dinge, die einfach nur teurer sind, als Innovation verkauft werden und die Dinge, die gut funktionieren, weil sie keine Lobby haben, weil sie kein Vertriebsinteresse dahinter hinten runterfallen. Also das sind so die Frustmomente, wo man dann auch merkt, nicht alles, was publiziert ist, ist das Papier wert. Auf der anderen Seite braucht es in meinen Augen dringend einen Konsens, was sagen Gesundheitskompetenz und auch Recherchekompetenz angeht. Beispiel. Ich war unter Minister Gröhe Teil von einer Expertenkommission, da ging es um den nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Und die Erhebungen von Doris Schäfer in Bielefeld waren erschütternd, nämlich dass Deutschland hinter dem OECD-Durchschnitt liegt, was das Finden von Fakten im Netz angeht, was die Anwendung auf das eigene Leben angeht. Auf gut Deutsch, die meisten Menschen fühlen sich überfordert, im Netz zwischen relevanten Seiten und zwischen Unsinn zu unterscheiden. Und das ist auch nicht ganz banal. Und je raffinierter sozusagen die Täuschungsmanöver, desto schwerer sind sie zu entdecken. Deswegen wäre meine dringende Forderung, mein Wunsch, dass das, was Journalisten gelernt haben, nämlich Quellen zu prüfen, die Ursprünge von Behauptungen auch nachzuverfolgen, dass das auch Schulwissen wird. Wir brauchen sozusagen in einem digitalen Zeitalter eine andere Form von Kompetenz, die nicht aus Lehrbüchern, sondern im praktischen Tun erworben wird, nämlich, dass einem jemand über die Schulter guckt. Was finde ich, woran erkenne ich, dass diese Seite Unsinn ist und welche Interessen dahinter stecken. Das ist erlernbar, das ist machbar, aber das findet im Moment nicht systematisch statt. Und das wäre zum Beispiel eben auch eine Aufgabe zu sagen, das gehört sozusagen zum Basiswissen im digitalen Zeitalter, diese Quellenkompetenz stärker voranzubringen. Es ist gerade auch in Covid-Zeiten die Zeit von gutem Wissenschaftsjournalismus. Deswegen bin ich auch großer Fan von öffentlich-rechtlichen Institutionen, die auch unter Beschuss stehen gerade. Aber sowas braucht es, auch europaweit. Es braucht Journalisten, die unabhängig von Werbung recherchieren und publizieren können. Es braucht zum Beispiel auch Sendungen wie Quarks und Co. Es braucht einen RKI, die eigentlich noch jemand bräuchten, der die Dinge, die sie da rausfinden, auch noch verständlicher macht. Dann gibt es spektrum.de als tolle Seite im deutschsprachigen Raum. Es gibt diese Angebote, aber man muss sie kennen, man muss sie lieben, um sie zu finden. Und die sind immer an dieser Schnittstelle, komplexe Themen richtig zu erklären, aber eben Menschen auch mit zu informieren, die das nicht in der Tiefe durchdringen können. Das kann ich auch in vielen Bereichen logischerweise nicht und bin darauf angewiesen, aber ich habe gelernt, sozusagen diese Quellen abzuklopfen und das ist eine Fähigkeit, die zum Beispiel auch das Science Media Center in Köln hervorragend macht. Die sind auch nicht so bekannt für alle Journalisten, die zugucken. Ich weiß auch, dass einige darüber berichten wollen heute. Das ist eine Stelle, deren Arbeit man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Die bereiten jeden Tag wissenschaftliche Studien so vor und verteilen die kostenfrei, weil die von der Stiftung finanziert sind, an alle interessierten Journalisten, damit eben auch eine regionale Zeitung, die sich nicht einen eigenen Wissenschaftsjournalisten leisten kann, gute Quellen hat, gute O-Töne und gute Studieneinschätzungen. Also da gibt es ein paar Initiativen, die man hochhalten muss. Aber es ist noch viel zu wenig und es fehlt sozusagen in der nächsten Generation, zum Beispiel auch bei YouTube, eine Unterscheidung zwischen redaktionellen Inhalten und Werbung. Also das, was mir als Journalist noch eingebläut wurde, dass es Anzeigen geben kann, meinetwegen auch in meiner Zeitschrift vom Stern, aber dass es auf keinen Fall zulässig ist, dass der Anzeigenkunde mir sagt, wie ich meinen Artikel schreiben soll. Das ist ja bei YouTube-Videos von Influencern überhaupt kein Kriterium mehr. Das heißt also, diese Erkennbarkeit, die leidet auch. Und auch das sind Themen, wo europaweit Lösungen gebraucht werden. Deswegen freue ich mich, dass heute so viele interessiert sind. Absolut. Die AVMD-Richtlinie ist da sicherlich enorm wichtig. Also die audiovisuelle Dienste-Richtlinie, die genau dafür auch sozusagen Vorgaben macht. Auch in Deutschland wird ja nochmal über Werbekennzeichnung gerade von Influencerinnen und Influencern gesprochen. Und das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig. Also wenn ich manche Instagram-Stories sehe, dass
platzierte Produkt dort sehe und dann steht irgendwie ganz oben links irgendwie Werbung, wo man es gar nicht mehr erkennen kann, dann ist das in der Tat ein Problem. Ja, okay, vielen Dank für die sehr, sehr, wie ich finde, hilfreichen Hinweise, wo man Informationen finden kann. Jetzt gucke ich auf unsere Uhr. Wir haben schon überzogen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch eine Frage, ein, zwei Fragen mitnehmen oder wie das Zeitbudget aussieht, um nicht über CO2 zu sprechen. Sag mir noch die zwei Fragen, die offen sind, und dann versuche ich das zusammenzufassen. Genau, ich versuche mal einmal nochmal von Fridays for Future. Was können wir dafür tun, dass die Klimakrise ernster genommen wird? Und dann gibt es eine Frage, die ich finde, so als Fazit sehr schön geeignet wäre, kann der European Green Deal wirklich funktionieren, wenn nationale und wirtschaftliche Interessen in den einzelnen Ländern noch so viel stärker vertreten sind als das europäische oder globale Interesse? Oh, dicke Bretter. Also erstmal die Botschaft an die Fridays, macht weiter, ihr werdet weiter gebraucht. Und es geht um eure Zukunft. Und es sind deswegen auch harte Zeiten im Moment, wo man nicht demonstrieren kann. Ich fand die Aktion mit den Plakaten vom Reichstag schon mal sehr originell, um zu zeigen, die Idee ist noch da. Es gibt eine aktuelle Allensbach-Umfrage von dieser Woche, die hatte Peter gefunden, dass eben nicht, wie manche Kommentatoren gesagt haben, das Klimathema völlig hinten rübergekippt ist, sondern das ist weiter ganz vielen Menschen bewusst, dass es das wichtigste und fetteste, dickste Brett vor unserer Nase ist. Und deswegen vernetzt euch auch bitte europaweit. Also die Probleme, die wir haben, die halten nicht vor Ländergrenzen ein. Und ich habe, als ich 17 war, mehrere Jahre hintereinander, ich weiß gar nicht, wie lange man das durfte damals, Interrail gemacht. Und das war für mich mein Zugang zu Europa, dass ich einfach mich in den Zug gesetzt habe und quer durch alle Länder und Grenzen gefahren bin, von Schottland bis Lissabon, einmal in einer Nacht- und Nebelaktion, um eine Übernachtung zu sparen. Aber da kriegt man mal ein Gefühl, wie breit, wie groß, wie divers diese europäische Gemeinschaft ist und was für eine geile Idee das ist. Und ihr habt das Glück gehabt, ohne Krieg groß zu werden. Und der Zusammenhalt in Europa ist auch deswegen bedroht, weil die ursprüngliche Idee von Europa ja maßgeblich eben auch aus der Erfahrung des Weltkrieges geprägt war. Und wenn diese Generation nicht mehr da ist, um davon zu erzählen, denken viele, ach, das geht nur um Geld. Nein, es geht um viele unbezahlbare Dinge. Und das muss jede Generation wieder neu sich bewusst machen und dafür kämpfen. Und das ist deswegen ganz wichtig, dass man da euch hört und auch, dass ihr sichtbar seid und nutzt die sozialen Medien auf eine positive Art und Weise. Das ist eine viel, viel einfachere Variante als zu meiner Jugend, wo es ein paar Zeitungen gab und wenn man da nicht vorkam, dann war sozusagen es viel schwerer, in der Öffentlichkeit vorzukommen. Also die Zivilgesellschaft europaweit zu verknüpfen, positives Beispiel eben auch jetzt mit dem Health Recovery Letter. Das hat es vorher noch nicht gegeben, dass sich der Marburger Bund, der Weltärztebund und die Internisten und die Allgemeinmediziner auf europäischer, auf internationaler und lokaler Ebene plötzlich zusammentun. Und das ist alles möglich durch die digitale Welt. Plötzlich kann so ein Aufruf in die Welt schicken und ganz viele Leute sagen, aha, klar, mache ich mit. Und dann sichtbar zu werden. Das hat eine Kraft. Und ich glaube eben, dass die Zivilgesellschaft jetzt auch in den Klimafragen einfach dem Green New Deal auch auf die Finger schauen muss und immer wieder sagen muss, ey, das ist unsere oberste Priorität und dafür haben wir euch auch gewählt und dafür wollen wir auch, dass unser Geld, was ja auch nicht auf den Bäumen wächst, sondern was man erwirtschaftet hat, dafür soll das ausgegeben werden. Und darauf hören Politiker. Und deswegen hoffe ich mal, dass auch dieser Beitrag heute diese 90 Minuten nicht nur allen Fragenden, sondern auch den Stillzuhörenden was gebracht haben. Aber das letzte Wort und meinen großen Respekt haben die beiden Politiker. Warum? Weil es so viel einfacher ist, auf die Politik zu schimpfen, als sie selber besser zu machen. Und ich habe ja auch heute klar gemacht, viele große Hebel sind einfach politisch und sind nicht im eigenen Leben und deswegen hilft uns auch keine Ökomoral weiter und keine Angst vor einer Diktatur, aber wir brauchen gute Gesetze und die gibt es, die Ideen dazu liegen auf dem Tisch und jetzt...
Thank you.